Guten Morgen an dieser Stelle zum JFD Live Trading TV, 10:40 Uhr am 30. Juli, Donnerstag. Monatsende ist nah und was tut der DAX? Der verhält sich hier heute nach einem positiven Auftakt, nach einer positiven Tendenz jetzt sichtlich schwächer. Wir sehen jetzt hier rechts CETA, DAX, links JFD 24-Stunden-Indikation und ja, wir nähern uns hier den Vortagestiefs bzw. der Range an, hier bei der Indikation, hier beim CETA DAX. Die Range grundsätzlich schon relativ sportlich betrachtet von dem, was wir in den letzten 14 Tagen gesehen haben. Gehen wir hier zur Indikation, damit wir das ganze Marktrauschen sozusagen erfassen. Hier die Asia Range, eher übersichtlich in Sachen Range. Ansonsten hier der Ausbruch über das Vortageshoch. Hier sozusagen in der vorbörslichen Indikation, dann hier in der Hauptsession erstmal nach oben raus, um jetzt hier signifikant nach unten wegzubrechen. Die Situation ist jetzt die, dass der Markt hier sicherlich kurzfristig noch weiter zurücklaufen könnte, aber wir stehen hier an einem interessanten Punkt, den wir uns jetzt mal hier auf der klassischen TA-Basis anschauen. Und zwar hier im Stundenchart-Intervall haben wir den kurzfristigen Aufwärtstrend in der 24-Stunden-Indikation, den wir aktuell unterschreiten. Und kurzfristig lässt sich hier oben im Bereich 2085, 11.300 ein leichter Widerstand deklarieren, der hier erstmal der Deckel oben drauf ist. Und wenn wir uns diese Formation hier anschauen, wenn gleich hier die höheren Hochpunkte nicht passen, dann wirkt das so ein Stück weit wie ein fallendes Dreieck. Ist es aber nicht, es wirkt nur so. Tatsache ist, wir haben jetzt hier unmittelbar im Bereich 11.180 Punkten schon wieder einen Horizontalsupport, der hier zunächst für Beruhigung sorgen könnte. Faktisch wäre es auf jeden Fall negativ, wenn wir hier die Tiefs des gestrigen Handels unterschreiten. Wir hatten ja heute Morgen, beziehungsweise gestern Morgen, hier eine schöne Hammerkerze, die auch tatsächlich sich dann, erinnern Sie sich an das gestrige Video, positiv nach oben auflöste. Also es gab zwar hier nochmal einen kleinen Rücksetzer, aber kein neues Tagestief, um dann hier praktisch bis zum Abendhandel hier nach oben rauszuziehen. Dieses Level jetzt hier auf der Unterseite sehr, sehr wichtig. Mache das am besten mal mit horizontal Linien, sonst wird es hier zu kunterbunt mit den ganzen Balken. So, hier ein Support-Level draus, grün. Und hier oben den kurzfristigen Widerstand, rot. So, summa summarum, hier wird es jetzt spannend. Der DAX muss jetzt über 11.3 rausziehen, um hier weitere Kaufsignale zu generieren. Gelingt das, kann es ganz schnell gehen, Richtung 11.4, 11.5 und höher. Bleiben wir unter 11.3, ist es ein Stück weit ein Tauziehen und dann wird es spannend, was wir hier knapp 50 Punkte tiefer machen im Bereich 11.150 roundabout. Innerhalb dessen kann es jetzt hier hin und her spinnen, aber wenn hier die positiven Impulse nochmal Einzug halten, dann wäre über 11.3 auf jeden Fall der Knoten geplatzt. Unter 11.150 hingegen sicherlich der Bär im Vorteil. Das sind mal die Key Levels, die jetzt über den heutigen Tag hinaus Beachtung finden sollten. Je nachdem, für welchen Weg sich hier der DAX entscheidet. Von der Range nochmal, 11.150. Wir wären hier praktisch dann an der True Range am Limit, wenn wir dieses Niveau nach unten ausreizen. Hier oben, 11.300, hätten wir noch ein Stück weit Spielraum, um die Range in Richtung 11.350 auszubeulen. Aber auch das nicht mehr signifikant. Faktisch aber 11.3 hier auf der Oberseite Widerstand und hier 11.150, 11.170 auf der Südseite. Das sind die Level, die für heute interessant sein dürften, interessant sein sollten und auf die sollte man Augenmerk richten. Kann natürlich auch mal wieder ein Overrange geben, der Overrange Day, der hier deutlich über 250 Punkte geht. Da haben wir in der letzten Zeit ein Stück weit Beruhigung gehabt und jetzt gucken wir uns mal den Tageschart dazu an. Hier eben die Gretchen-Tendenz zur Fed. Frage war eben, gehen wir nach oben raus über die 11.3? Es hat nicht geklappt zunächst. Hier die Alternation, dass wir jetzt erst doch nochmal hier innerhalb dieser Inside-Kerze vom Wochenauftakt nach unten gehen. Das ist auch sehr schön, dass Sie hier nochmal sehen, wie das Kerzenverhalten hier ausfällt innerhalb dieser Wochenkerze vom Auftakt. Da sind wir sogar hier neben dem Tief von gestern, neben dem Intraday-Tief hier unterhalb von 11.150 Punkten, dann in der Lage hier Richtung 11.040 knapp zurückzufallen. Und das wird hier noch interessant sein. Also Intraday, wie gesagt, 11.150 roundabout, 11.300. Und hier auf Tagesbasis wird auch die 11.300 interessant bleiben, denn wenn es hier rausgeht, eben über die Kerze des Wochenauftakts, dann kann es hier sicherlich schnell und dynamisch nach oben gehen. Andererseits ist hier innerhalb dieser Bewegungsintensität von diesem
Inside Bars, die wir hier aktuell sehen, also Kerzen, die hier innerhalb der Kerze vom Montag hier ablaufen. Und das ist im Prinzip jetzt erstmal abwarten. Faktisch, wenn wir aus dieser Kerze ausbrechen, kommt Momentum in den Markt, weil viele große Adressen natürlich auch sehen, was hier passiert und hier drinnen rumgetümmle, Intraday rein und raus geswitche. Wenn es aber hier mal eine Bewegung rausgibt oder rausgeht aus dem Verhalten der Montagskerze, dann kann es wie gesagt sehr spannend werden. Unterhalb von 11.950 dürften wir hier die Tiefs von 11.050 anlaufen. Bleibt spannend. Die Marken, wie gesagt, 11.3 oben ganz, ganz wichtig für ein Long Setup. Unten 11.150. Wenn wir da drunter gehen, dann könnten hier nochmal schnell 100 Punkte abwärts locken. Und dann gilt es darauf zu achten, was der Markt hier eben an dem Tief der Kerze hier vom Montag macht. Nämlich dann hier dem Niveau im Bereich 11.026. Hätten wir auch die Marke von 11.000 direkt vor der Haustür, wenn es da runter geht, dann haben wir natürlich dann nochmal neben dem Bruch einer runden Kursmarke relativ zügig weitere Verluste zu erwarten. Bleibt spannend. Der Wochentag selber, müssen wir nochmal kurz aufschalten hier beim DAX, der Donnerstag, Sie wissen, das ist ein bullischer Tag. Statistisch hier mit 66% während der letzten 52 Handelswochen nicht von ungefähr. Tendenz also, dass wir heute nochmal nach oben aufdrehen können, ist gegeben rein statistisch. Ob sich es natürlich so umsetzt, muss man mal abwarten, weil die 66% sind eben keine 100. Aber die Tendenz schon mal ganz erwartungsvoll, zumindest für den Tag. Schauen wir dann nämlich auf die Saisonalität hier nochmal. Dann Sie wissen ja, dass wir ohnehin bis in den Oktober hinein eine schwache Saisonalität vor uns haben, die natürlich hier den Markt belasten könnte, wenn der DAX hier nach unten rausfällt aus der Range von der Montagskerze. Das muss man natürlich ganz, ganz, ganz klar sehen. Wenn die Montagskerze hier aufgegeben wird nach unten, dann dürfte hier die Saisonalität voll zu Buche schlagen und dürfte dann natürlich hier entsprechend weiter fallende Kurse mit sich bringen. Das muss man definitiv auf der Agenda haben. Schauen wir nochmal 20 Tage weiter in die Zukunft, Vorausschau sozusagen, dann sehen wir hier, gut, August relativ zäh, dann im September, Oktober knallt es dann eigentlich erst richtig durch, aber wir wollen es nicht auf den Tag fixieren. Die Saisonalität generell ist mit Blick auf die nächsten Wochen erstmal ungünstig. Daran kann nur was geschehen oder geändert werden, wenn der DAX hier über 11.3 rauszieht und dann wird es wie gesagt spannend auf der Oberseite. Wir werden es beobachten. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen guten Handelstag. Später hören wir uns nochmal, Ihr Christian Kämmerer und tschüss bis dahin.